So, das nutze ich dort gleich mal. Jo. Oh Gott. Ja, mittlerweile Alter. großer Wellengang hier. Ei, 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 ei. Ja, wir sind im sehr starken Windgebiet. Hier wird ein bisschen was aufgedeckt. Und hier ist gut Wind, also auch gut Wow. Wellengang. Ei. Die Welle ist riesig. Alter, ist die groß gewesen. Ja, ich komme hier. Ich bin das geworden. Mein Arsch ist nass. Sorry. Die Wellen sind halt echt nicht ohne. Da kommt Wie eine weit wollen die denn große. von diesem scheiß Da kommt echt eine Teutonic-Gebiet ab? große. Wo denn da? Ach, die Babywelle. Ich hab nicht so große. Ich darf nicht so die große Fresse haben in dem Spiel. So, Forschung. Wir brauchen diesen Anker, ne? Ja, dieser Anker-Point wäre gut. Damit wir unser Boot abschleppen können. Fährt. Boah, das war cool. Okay, das war cool. Über die Welle drüber gespaced. Wie weit noch? 6,9 Kilometer. Ich traue mich nicht Gas zu geben. Nee, ich lasse das. Ich mache keinen Quatsch. Nee, nee, nee. Sicher ist sicher hier. Der Rückweg wird auch witzig. Oh, der Rückweg wird Ja, witzig. mega. Oh, hier. Rettungsausrüstung. Arktische Rettung. Ausrüstung für Arktisch, oh Gott. Brandbekämpfung. Ui. Tauchausrüstung. Ja, Arktisch, Oh, ich glaube, von Arktis sind hier wir sind weit Winden entfernt. mit bei. Oh, Winden. Also von arktischer Ausrüstung sind wir, glaube ich, noch ein bisschen Krankenbetten. Wir entfernt. können selber quasi dann. Ja, was können wir dann? Naja, so eine Krankenstation, da können wir die einfach drauflegen, fertig. Oh, cool, da haben wir wirklich eine Krankenstation an Bord, wo wir dann wirklich Also Leute. ganz ehrlich, haben wir das so nicht? Ich finde das jetzt hier gerade nicht nirgendwo. Dann haben wir das vielleicht schon echt freigeschaltet mit einem der Forschungen, die wir jetzt schon hatten. Könnte ich mir denken, also. Und links unten sehe ich noch eine kleine Insel. Alter. Also ich sehe es jetzt gerade nicht. Wir haben auch jetzt gerade nur 6 Punkte. Mach irgendwas Kleines. Ich meine, Deko geht zur Not auch, dann. Ja, Deko kostet nur 1 Punkt. Also Ja, komm, dann Deko. Wird doch nicht so lange da dauern, sind Deko, denke ich mal. Geländer mit drin, Oh, Reifen. das ist schön. Ja. Wollen wir Deko machen? Ja, Deko. Das geht bestimmt schnell, nur 10 Minuten oder so. Ja, 25. Ja, komm, das geht. Aber kostet halt nur 1 Punkt. Ja, das ist Können okay. wir Wir mal kriegen ja mit der nebenbei machen. Mission, wir kriegen ja hier nochmal locker 2, 3 Punkte dadurch. 2 Punkte mit Sicherheit pro Person ein Punkt. So, hat sich hier schon was getan? Ja. Ja, wir haben eine neue kleine Insel links unten noch aufgedeckt. Ich sehe auch im Süden eine in der Distanz, wenn ich Third Person gehe. Das ist wahrscheinlich das Festland, was ich sehe. Oh, wir haben Also hier der. auf dem Festland die Dean Hall Mining Company freigeschaltet. Okay. Cool. Guck mal bei der Karte, wenn du die Windkarte aktivierst, der Wind ist mittlerweile auch bei uns angekommen, in unserer Base, ne? Also das war nur eine Frage der Zeit, bis wir auch Wellen bei uns bekommen. Also das Okay. kommt schon auch zu uns. Ist nicht so, dass wir so ein Anfängergebiet haben. Wahrscheinlich ist es so ein bisschen, aber. Also, puh. Soll ich ein bisschen mehr Gas geben? Ich gebe mal ein bisschen mehr Gas. 65. Oh, Welle. Sieht die Windkarte jetzt noch weiterhin aus? Wieder mal ein kleines Update für mich. Bleibt selbe Farbe. Also Okay, also einfach wird windig. sich jetzt nicht bessern. Ich glaube, es regnet. Es fängt an zu regnen. Ja. Oh nein. Wenn da irgendwie die Farbe sich ändert, ne, Richtung Sturm. Dann gehen wir auf die kleine Insel hier und warten da einfach das Erdbeben ab, dass die zwei keine Angst mehr haben. Dann können wir zurückfahren. Wir fahren in ein Regengebiet rein. Okay. Schlimmer Regen. Regen geht. Farbe so schlimm, Geht oder? also.
Also nur ein bisschen Nieselregen, so jetzt nichts Schlimmes. Ja, Wellen werden vielleicht minimal stärker. Okay. Wir fahren aber gerade sehr solide, muss ich sagen. Vom Fahrgefühl her ist es gerade echt gut. Wenn ja nichts Unvorhergesehenes kommt, sollte das schon alles passen. Ich bin gespannt, was die Safe Zone ist. Ich hoffe, nichts Extravagantes. Aber so eine kleine Insel mit einer Hütte drauf. Wow, die Welle ist natürlich auch krass. Uiuiuiui. Okay, das war eine schöne fette Welle, gebe ich zu. Das war eine echt fette Welle. Ja, wir grenzen jetzt auch gerade an so ein etwas stärkeres Windgebiet. Also die Wellen wären gerade knackig. Ja. Also für unser kleines Boot geht das. Ich glaube, das bessert sich gleich wieder. Ich glaube, ein größeres Boot wäre jetzt sogar hätte mehr Probleme, weil wir reiten halt mit den Wellen so. Das geht halt voll klar. Ein größeres würde, glaube ich, jetzt stärker belastet. Oder geht das, dass Mensch, wir ein kleines ey, Boot sind haben? Die Leute safe hier, ey. Ja, richtig safe. Gerade mit uns in dem Boot. Richtig safe. Kennen Sie die Historie unserer Boote? Wissen Sie, was bei der letzten Mission passiert ist? Bei, lustigerweise genau bei der letzten Mission, wo wir auch so eine weite Strecke hinlegen wollten, ne? Selbes Spiel. Es gibt da so ein Muster, aber bis jetzt noch nichts passiert. Wir klopfen mal auf Holz. Wir kommen jetzt gleich in ein etwas stärkeres Regengebiet. Dahinter ist ein noch stärkeres Regengebiet. Liegt's auf der Strecke? Ja, nicht unbedingt. Die Wellen werden jetzt aber ein bisschen, also wirklich ja, ich merke schon, die schwächer wieder. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ha, hallo, tschüss, gib ab. Deutlich stärker gleich. Tschüss, gib ab. Tschüss, gib ab. Der Regen wird deutlich stärker. Fühlen Sie sich auch sicher? Ja, ich fühle mich auch sicher, denn ich habe mein Leben bereits abgeschlossen. Wow, hallo, hallo, kannst du den Leuten bitte Mut machen und ihnen nicht noch mehr Angst machen? Haben sie schon eine Lebensversicherung abgeschlossen? Oh, wow, das macht jetzt auch nicht besser. Oh, Großwelle. Oh, die Welle rechts ist aber ganz schön fett. Und das sind wahrscheinlich noch kleine Wellen, weil wir so ein kleines Boot haben, sehen die fett aus. Das ist halt nichts wahrscheinlich. Oh Gott, wow. Da war kurz ein Tal, nichts, Alter. Ne? Da war ein Tal, holy fuck, das war tief. Ich finde, das sieht echt schön aus. Oh ja, ich sehe es hier rechts. Oh. Wir reiten mit der. Hey, alles gut, wir reiten mit der Welle. Oh, wir sind gerade im Wellental. Oh, ungeil. Oh, ungeil. Oh Gott, die war übel. Oh, die war fett. Oh ja, jetzt die Wellen werden gerade richtig knackig hier. Scheiße! Oh Gott! Alles gut, raus im Griff. Oh Gott! Das sollte jetzt aber. Ich hoffe, Sie wissen. Ich hoffe, das wissen Sie zu schätzen hier, ja? Wir sind jetzt gerade durch so ein etwas orangeneres Gebiet durchgefahren. Okay, habe ich gemerkt. Ein bisschen grüner. Also, oh, danke. Jetzt schwächt es wieder ab. Aber es kommt eigentlich gleich Regen hinzu, vielleicht. Also, wir sind gerade so an der Grenze. Stärker. Wir reiten auf der Welle, wir reiten auf der Welle. Ah, oh Gott, wie lange denn noch? Wie weit denn noch? 2 Kilometer, wir haben es gleich. Oh Gott. Ich war so ein bisschen schräg hier. Oh ja, ich merke schon, der Wind legt zu. Eigentlich sollte der abnehmen. Tut er aber nicht, wegen dem Regen. Ja, der Regen fängt da jetzt richtig an. Was? Wir sind doch nicht mal in dem schwachen Regengebiet drin. Das ist eine neue Plattform. Ja, mega safe. Wir fahren auf eine Plattform zu. Nicht dein Ernst. Oh nein. Eine Ölplattform? Wir können da nicht. Oh Gott. Sag jetzt nicht, wir kommen da nicht hoch. Oh. 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 Ich verlangsame. Oh Gott, Alter. Nee, wir können da nicht anlegen. Hinter uns nee, wir müssen ja. Gerade ein riesenstarkes Windgebiet formiert. Aber da, das war gerade noch oh durch. Die Wellen hinter uns, siehst du die? Ja. Siehst du die hinten? Hinter uns ist richtig krass. Also hinter uns ist das gerade zu einem etwas dunkel-orangenen Fusion. LOL! Siehst du das, wie die Wellen hinter uns auftürmen? Guck mal, ins Hütturm da hinten.
Ich gebe mich da! Gib nicht Gas, ich weiß nicht. Ich gebe ein bisschen mehr Gas. Ich will jetzt doch zu der Ölplattform. Ich finde die Ölplattform richtig toll gerade. Okay, das richtig krasse Regengebiet zieht nördlich an uns vorbei. Finde ich gut. Und die aber richtig krasse Wellen sind hinter uns. Vor uns sind wieder leichtere. Alter, wir müssen zurück. Wir müssen auch noch zurück. Diese Scheiße. Oh Gott. Das ist die Safe Zone, diese Ölplattform. Nicht dein fucking Ernst. Alter, hinter uns ist da richtig Party gerade. Ach du fuck. Okay, an den Inseln ist richtig rot mit Wind. Wir reiten auf der Welle. Woohoo! Wellenreiting. Weißt du, die gucken auf der Ölplattform, denken sich, oh so, da kommt ein kleines Boot. What the fuck, ihr sind die dumm? Ihr kommt zu uns, seid ihr doof? Wir wollen selbst gerettet werden. Oh, also ich sehe jetzt auch, und wenn ich jetzt mit den Surplusen an sich nach unten gucke, ne, so unter Wasser, ich sehe jetzt auch keinen Boden mehr. Also hier ist jetzt tief. Hier ist richtig tief. Große Welle von den Tent. Was? Nein! Oh Gott, ist die riesig! Oh Gott, ist die riesig! Oh Gott, ist die riesig! Alala, schisch gebab. Ich will auf die Ölplattform. Da kommen wir doch niemals hoch. Ja, Freunde, ich glaube, wir fahren nur nach Norden, ne? Ja. Nee, die müssen ja auch einen Anlegesteg für Boote haben. Weil große Tanker und so müsste der Ohr anlegen, um die Fracht zu holen, um das Öl zu holen. Oder je nachdem, was es halt ist. Ob Gas oder so gibt es ja auch. Gasplattform. Der Wind kommt jetzt definitiv von hinten und drückt uns jetzt Richtung Ölplattform. Sehe ich am Qualm, an schneller. Dem Abgasen. Was wird schneller? Vor uns wird es wieder schlimmer. Da wird es wieder ach orange. Nö. Ach nö. Die Ölplattform, die ist da vor. Da ist da eine. Guck mal. Der dahinter. Hinter der Ölplattform. Ja. Das ist ja gut. Ich krieg den ganzen Rauch ab, ey. Ja. Daran erkenne ich, dass der Wind von hinten kommt. Ja, es ist die fucking Ölplattform. Also, wir müssen da gucken, wo wir anlegen können. Das Ding ist. Also, die haben Helipad, ne? Ja, ein Helipad hilft uns nicht. Wir haben kein Heli. So, wo ist denn die nächste Safe Zone? Wir könnten nach Süden fahren. Vielleicht doch. Ja, wir haben Zeit. Nach Süden! Ja, gut, ist wahrscheinlich näher als Norden, ja. Wir können ja mal gucken. Also, wenn wir da unten anlegen können, müsstest du die zwei Dudes schnappen da hoch, weil ich würde das Boot bei dem Wellengang nicht alleine lassen. Dann schwimmen wir hinterher. Ich kann nur einen schnappen, ne? Ja, du musst den schnappen, tust den dann dorthin setzen, schnappst den anderen und dann, wenn du die beiden schwimmen hast, du dir schon mal angeguckt, wie hoch die ist? Ja, vielleicht, da muss es einen Steg unten geben. Für Anlegen von Schiffen gibt es das ja auch. Wenn Tanker das Zeug abpumpen, dann geht es ja auch, müssen die irgendwie da. Also sowas sehe ich nicht wahrhaftsweise, ne? Vielleicht. Ich sehe halt gar nichts, bei mir qualmt's. Ich sehe gar nichts, bei mir qualmt's. Der Wind kommt direkt von hinten, das ist gerade Kacke. Unter uns, da wird's nicht orange, da wird's rot. Aber richtig rot. Ach du Scheiße! Da kommt was Fettes auf uns zu, ein Sturm oder so. Und ein oder? Regengebiet zieht direkt auf uns zu. Oh Scheiße, wir sind so am Arsch. Ich glaube, wir laden dann gleich neu. Oh Scheiße. Was bin ich vorhin gespeichert haben? Riesenroter Wind von unten und Regengebiet von vorne. Das Regengebiet, ja, das wird ein Sturm. Die Ölplattform erreicht. Das wird wahrscheinlich ein Sturm werden. Da wird sich wahrscheinlich ein Sturm zusammenbrauen. Wir sind auch sehr weit draußen jetzt vom Ozean her gesehen. Der Boden ist halt auch endlos weit weg, ne? Das Regengebiet flacht gerade ab, es löst sich komplett auf. Links sehe ich eine massive, riesige, gigantische Brücke. Das Rote kommt auch von vorne jetzt. Was? Oh, Kacke. Links unten sehe ich eine sehr, sehr große Eisenbahntrasse oder Straßentrasse, also Riesenbrücke links am Horizont. Ja, sehe ich auch. Ja, auf einer Brücke wäre ich jetzt auch gerne. Eine Brücke wäre jetzt toll. Oh, bitte lass da irgendwie, habt irgendwas, bitte. Die Ölplattform ist im Roten. Wir sind so nah dran, jetzt drehen wir nicht mehr um. Doch, da geht was runter. Rechter Pöller. Wo? Rechter Pöller. Da rechter geht Pöller? Eine Leiter oder Treppe runter. Da war gerade eh was. Ja, ich sehe es innen drinnen, ne? Auf der Innenseite rechts. Ja. Das ist unser Ziel. Kurzes Windgebiet jetzt direkt da drüber. Wir fallen jetzt direkt in das rote Windgebiet rein. Ich muss jetzt gucken, dass ich halt da andocke, weil ich habe keinen Bock noch extra zu wenden und zu drehen. Das wird uns halt den Kopf kosten. Wir sind jetzt in dem roten Gebiet drin, aber es ist sehr, sehr klein. Dann ist ja alles gut. Ich tue schon mal ein bisschen drosseln. Es ist jetzt gerade ein bisschen schlimmer, aber dann wird es wieder besser. Ja.
Ja, ich sehe es. Es ist aber nicht mehr ganz so dunkelrot. Also es wird schon wieder dunkelorange. Es wird schon. Es geht wieder. Es flacht gerade ab. Ja, dort müssen wir hin. Das ist unser Ziel. Eine Leiter oder so. Ja, das ist eine Treppe. Da ist eine Treppe. Das heißt, ich bleib beim Boot. Großes das nächste Regengebiet die beiden. Kommt auf uns zu. Das wird uns treffen. Das ist eine Leiter. Ja, okay, dann musst du die einzelnen Snacken dort oben hinstellen. Und dann halt Stück für Stück die da rausholen. Weil ich würde das Boot nicht alleine lassen jetzt hier unten, glaube ich. Ich werde versuchen, unter die Ölplattform zu gehen. Die Leiter runter, Jungs. Die ist schon unten. Was soll ich da? Wie? Das ist unten? Ja! Die geht bis ins Wasser rein. Was hast du? So, let's go. Steck dir den ersten. Oh Gott. Oh fuck. Oh Gott. Ich hab ihn. Ja. Gut. Soll ich ihn gleich hier erstmal hinstellen, oder? Ja, stell ihn da hin. Hol den anderen. Hi. Wir sind gerade unter der Ölplattform ein bisschen in Sicherheit hier. Ich würde ja auch gerne mitgucken, wie die aussieht, aber das Boot ist dann halt weg. Sag dem einen folgen und dann let's go, renn da hoch. Okay, muss aber jetzt nicht runterfliegen, folge. Die Vollidioten, ey. Und folgen. Kommen Sie mit. Eieiei. Ja, sie folgen dir. Alter, komm da Wellen. Also ich bin das safe, ne? Ich bin ja, danke safe. Und ich bin weggetrieben. Mach hin da oben. So, wo geht's denn überhaupt hin? Ich hab keine. Mach dich nicht, ich werd weggetrieben! Gegen den Poller! Ah, Scheiße! Sie ist safe, oh so Gott! Überhaupt. Ich gegen den Poller! Bong! Wo ist die safe so? Wo muss ich denn hin? Guck auf der Karte! Irgendwie hier oder? Direkt hier vor dir! Ja, irgendwie direkt vor dir ist das. Au! Hier rein? Ich werd gegen den Poller gedrückt! Ist das richtig? Nee, falsch! Weiß ich Scheiße. Nicht! Du stehst direkt davor, geh geradeaus. Ja, irgendwo da. Hier sind Rettungsboote. Hä? In die Rettungsboote, was? Du musst mit der Etage höher, du bist da unten drunter, oder? Vorbei, ja, ich bin bestimmt. Wo ist die Treppe? Dort, wo du hochgekommen bist, ist eine Treppe. Okay, ich werde gerade gegen den Pöller gedrückt. Ich glaube, hier ist das Boot erstmal safe. Alter, hier ist ein Wind, ne? Holy fuck, ist hier ein Wind. Hier ist ein fachmännischer mit. Mitarbeiter hier. Ich sehe dich da oben rumrennen. Chief Survivor. Ja, hi. Hä, das ist schon wieder falsch hier. Oh, der Survivor. Oh, hier, auf dem Heliplatz doch bestimmt, oder? Ja. What? Wir haben 33.000. 33.000 haben wir jetzt insgesamt. Aufhören zu folgen. Aufhören zu folgen. Ciao. Oh, hier zieht gerade ein riesen Regengebiet gleich an uns dran. Oh, Alter! Oh Gott, guck mal auf die Karte! Guck mal auf die Windkarte! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Scheiße! Guck mal auf die Windkarte! Du musst kurz ein Stück schwimmen, ne? Ich werde da immer rausgetrieben hier! Hä? Windkarte? Oh Gott! Ja! Komm, schnell! Ich werde weggetrieben! Schwimmen! Flop, springen! Renn! Ja, wo geht's hier runter? Alter. Andere Seite! Ja, da unten, da wo die Zone ist. Du musst ein Stück schwimmen. Es geht nicht anders. Ich muss ein Stück schwimmen, ist verarscht. Ja, hier hinten! Ja! Wo bist du denn? Alter, rechts, hier! Willst du mich verarschen? Ich hab nichts gemacht! Ich hab was! Hi, Alter! Ich hab nichts gemacht! Ich musste hier irgendwie... Oh. Lass uns abhauen! Oh Gott! 7 pro Jahr, geil, ey. Ich speichere mal, wa? Soll ich speichern? Ja, ich will ja, nicht speichern. Ja, speicher! Ich speichere mal unter. Alter, guck dir den Wind an! Was? Guck dir mal Wind bei uns an, wo wir durch müssten. Ja, hab ich doch gesagt! Wir sind am Arsch! Ich mache einen Wegpunkt, ich will nach Hause. Ich fahr langsamer, Alter. Ich fahr sowas von langsamer. Ja. Nicht kotzen! Oh Gott, wir müssen durch die Wellen durch. Der Wind kommt von vorn. Oh Gott. Schön festhalten. Das wird jetzt übel. Ich hab gespeichert. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Mit dem Wind. Oh.
Wir bräuchten halt auch so ein Anker-Ding, ey. Ich habe gar nicht mein Anker hier dran. Ich hoffe, da habe ich jetzt mittlerweile freigeschaltet. Es gibt da so eine Schneise, die ist ein bisschen schwächer. Na, eine Schneise? Also, ob ich die Schneise treffe, willst du mich verarschen? Ich bin froh, wenn ich dann überhaupt diese Richtung treffe gerade. Der Wind, der drückt mir wie Sau. Aber die Ölplattform ist cool, muss ich jetzt mal dazu sagen. Ja. Stell dir mal vor, die Ölplattform. Die Seele des Tages. Da wäre unser Boot jetzt weg. So, weg, weg. Oh. Okay, das Rote löst sich auch ein bisschen auf. Also wenn wir da sind, ist es vielleicht nicht mehr so stark. Das wäre echt toll. Wie, auflösen. Guck mal, das Rote im Norden. Da wird es immer schlimmer. Da ist ein Wind des Todes. Ich zünd gleich die Flare, Hilfe. Und der Regen ist links neben uns. Also da wird sich eher ein Sturm irgendwie zusammenbrauen. So wirkt das. 13 Kilometer, ey geil, das ist Geld nicht wert. Also ich mache mich schon mal darauf gefasst, dass wir ein neues Boot brauchen. Aber zwei Boote zum Abschleppen. Wobei, das hier würde ich, wenn, dann erst holen, wenn wir wirklich ein großes Boot haben, wo wir das einfach easy anleihen können oder so. Wobei das keinen Point hat zum Anleihen, das heißt, einer müsste sich reinsetzen. Und dann halten wieder. Das ist ja noch nicht abgegradet, wir brauchen jetzt noch diesen Anker-Point für das Boot hier. Ja, das darf jetzt nicht kippen. Man kann nicht die Sachen angucken, die man schon erforscht hat, oder? Ja, doch, das ist ganz unten, wenn man runterscrollt. Oh, wir müssen drei Leute retten. Was? At Keys Lighthouse to the Hospital. Was? Südlich Leuchtturm? Leute? Wo denn? Südlich von uns. Wollen wir die holen? To the Hospital? Nicht... Komm, wir holen. Ich würde sagen, wir holen die. Siehst du, vor uns ist auch so ein großer Schatten auf dem Wasser. Siehst du das? Oder unterm Wasser? Was? Links von uns. Siehst du diesen Schatten unterm Wasser links von uns? Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Was ist denn das? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir holen die Dudes, oder? Ich meine, wo wir jetzt durch die rote Zone fahren, die immer schlimmer wird übrigens. Fahren wir zum Leuchtturm? Raus, bitte? Wir wollen ja eh nach zurück dann. Dann fahren wir Richtung Küste und fahren an der Küste entlang und bringen die zu einem Hospital unseres Vertrauens. Nur wir müssen jetzt nicht durch die rote Zone. Das Hospitalboot fährt übrigens durch die rote Zone gleich. Das hat ja richtig Spaß. Gut, das ist dem Hospitalboot, glaube ich, egal. Hast du das Hospitalboot gesehen? Das ist riesig. Das juckt, das ist ein Scheiß. Guck mal, hier sind nicht so krasse Wellen, hier geht es voll. Ich habe ein bisschen Angst, ne, wenn wir den Rückzug fahren und es ist Nacht. Aber da habe ich ein bisschen Angst vor. Siehst du schon den Leuchtturm? Können wir froh sein, dass wir die Quest hier jetzt bekommen haben, nachdem wir die Dudes da abgeliefert haben. Also ich sehe den Leuchtturm noch nicht, ne? Ich mache ein bisschen schneller. Aber ich sehe eine riesenlange Brücke oder so. Jo, die habe ich auch gesehen. Lol, da ist der Leuchtturm. Da ist das Hospital. Da links ist der Leuchtturm, ne? Lighthouse OB Hospital. Ist das eine übelste Brücke oder? Ja, das ist eine gigantische Brücke, die Inseln überspannt. Das habe ich auch gesehen. Da geht eine Schiene drauf. Sekunde. Okay, da können wir die ja dann gleich easy abliefern, 10 Meter daneben. So. Ja, das ist eine gigantische Brücke. Ich glaube, da gehen Schienen drauf. Bin mir aber nicht sicher. Da links sehe ich den Leuchtturm. Müssen wir auf den Leuchtturm kommen oder wo müssen wir hin? Zwischen den beiden Inseln sind die in Not. Auf der einen Insel ist das Hospital, auf der anderen ist eben so ein Chemical Store. Hier kann man auch tanken. Okay. Ist gar nicht so weit weg, oder? Links ist auch eine Insel. Der Wind kommt wieder von hinten. Okay. Der schiebt uns. Okay, die rote Zone ist weitergezogen. Das gefällt mir. Unter der Brücke irgendwo. Das sind die auf dem unter der Brücke, ne? Können wir denn die auf die Insel da bringen oder geht das nicht? Ja, doch, da ist ein Hospital. Ja, aber die Frage ist, kommen wir da hoch? Ist da eine Anlegestelle? Das ist die Frage. Ja,
Wenn da keine Anlegestelle ist, kommen wir da nicht hoch. Ja gut, das wäre natürlich easy, wenn wir die da abliefern könnten. Treibstoff sieht aber easy aus. Es hat nicht mal wirklich was verbraucht auf die ganze Menge. Ich trau mich halt nicht schneller zu fahren, ne? Wir sind halt so weit weg von zu Hause gerade. Da bin ich schon ein bisschen, ne? Nervös. Und wir reiten auf den Wellen. Geil. Aber hier ist wieder okay mit Wind. Also hier ist wieder das Tutti. Aber guck mal, ganz im, also im Norden wird es wieder hellblau. Da flacht der Wind so komplett ab wieder. Ja. Also ich versuche gerade schon halt was zu entdecken, aber ich sehe es nicht. Lol, wenn du dieses Ding aktiviert hast, ne, diese Windkarte, und dann ganz, ganz weit rausscrollst auf der Karte. What the lol. Fuck? Das Gebiet ist gigantisch. Also man hat hier echt viel zu tun später und viel zu entdecken und das wird schon heavy. Wir sind halt echt noch so hart am Anfang gerade. Man kann ja nicht sagen, wie am Anfang war das noch. Das ist schon krass. Na, ich versuche mal auf die Dudes drauf zuzuhalten. Das ist aber dann wieder das Nacht. Ich weiß nicht genau, wer, was das da sein soll. Überall sehe ich Lichter. Ich sehe halt nichts hier hinten. Noch der Qualm dazu. Ich glaube, ich sehe sie. Doch, ja, rechts da an der Säule, ne? Ja, ganz kurz was gesehen. Ja, ich sehe sie. Ja, hier sind sie. Das sieht nicht so aus, als ob da was brennt. Das sind Signallichter, glaube ich. Vielleicht sind sie dort gesunken, vielleicht ist das Schiff gegen den Pfeiler gefahren. Aus Versehen. So was passiert ja. Also ich glaube, dem Boot geht's gut. Ich kann nichts sehen, bei mir ist alles voller Qualm. Der Wind kommt von hinten, das ist so kacke. Aber ja, wir haben dieses rote Gebiet. Ich sehe die Signallichter. Ja, also ich glaube, das jetzt so zu machen, wie wir es jetzt hier gemacht haben, ist besser, als wenn wir jetzt direkt zurückgefahren wären erstmal. Ich glaube, durch die rote Zone, das hätten wir nicht geschafft. Unser Boot wäre so gekentert bei den Wellen. Immobilie für 80.000. Oh, du kannst eine neue Forschung anstecken, Between. Oder ist was drauf zu kaufen? Ja. So, diese Insel, ne? Auf so einer Insel mit so einer durchgehenden Bahnverbindung und alles. Ist auch cool eigentlich, ne? Als Base. Ja. Das ist da hinten. Das da. Auch eine schöne Base eigentlich, so mitten im Ozean. Ja. Bist mittendrin. Statt nur dabei. Gott, wir müssen langsam durch diese Pöller durchfahren, ne? Ach Gott, das wird eklig. Boah, also ich weiß gar nicht, ob sich, also Sensoren kostet halt nur eins, wenn wir das machen. Oh Leute, halt, ich sehe blinkende Lichter im Wasser. Zwei Stück, einmal in den Pöller, einmal links vom Pöller nochmal. Weiter weg vom Boot. Wollen wir diverse Sensoren erforschen? Kostet nur einen. Ja, können wir machen, erstmal was Kleines, ne? Es dauert 50 Minuten, weil es halt viele Sensoren sind, aber kostet halt nur ein, also ist quasi umsonst. Ja, weil das andere kostet irgendwie gleich 15. So, wir haben wir noch gar nicht gerade, oder? Wir haben 7. Ah, okay. Ja, dann machen wir was Kleines. Ja, Hauptsache, das läuft, die Forschung, würde ich sagen. Da siehst du die blinkenden Punkte im Wasser. Ich sehe zwei blinkende Punkte im Wasser. Boot brennt nicht, stimme ich dir zu. Ich fahre zwischen die Pöller. Wir gucken, dass wir die Leute gleich rausholen. Aber was ist das? Sind das die Leute? Das sind Leute, die haben so blinkende Positionslichter am Arm. Auf dem Boot ist aber auch noch einer. Da steht ein Dude, glaube ich. Ich fahre erstmal in der Mitte durch. Wir retten erstmal die zwei, die im Wasser sind. Ich rette erstmal die Dudes, die im Wasser sind. Wir nehmen die Dudes, die im Wasser sind, erstmal. Ja, also dem auf dem Boot geht's gut. Der steht da. Ich nehme den. Ich nehme den Defibrillator schon mal. Und ich nehme mir einen Medic. Für den Fall der Fälle. Ich fahre jetzt mitten durch, Achtung. Die Wellen machen es gerade ein bisschen schwierig. Ja. Die drücken uns gerade richtig kacke.
Nimmst du den rechten, ich den linken? Oder? Gerade kann ich, muss ich gerade auf das Boot. Ich schnapp die erstmal ein. Ich guck mich, gucken dann. Okay, direkt rechts von uns ist jetzt einer und links von uns auch. Ich spring. Ich hab sie! Komm sie her, komm sie her! Ich hab, oh, ich hab sie. Ihm geht's gut? Ja, der geht's nicht so gut hier, die ich gefunden hab. Ich hab eine. Die müsstest du mal versorgen, bitte. Ja, okay. Hallo? Warte. Hey! Hier, setz dich. Okay. Ich habe ein Medikit komplett aufgebraucht. Ihm geht's gut. Gut. Ich fahr zum Boot. Dem anderen geht's auch gut. Ja, der hatte nichts. Ist auf dem Boot noch einer? Ja, da steht ein Dude. Kann ihn nicht erkennen. Schnappst du ihn dir gleich? Ja. Den beiden geht's jetzt gut? Ja, aber die eine verliert halt wieder. Die ist verletzt. Bricht mir jetzt Krankenbett, ne? Gut, für sowas sind wir auch nicht. Ganz langsam was. Gut, wir sind jetzt nicht für Krankenbetten und sowas ausgerüstet. Ich habe noch ein zweites Medikit gebootet vorher. Achtung! Okay, ich fahre nur nah ran, wie es geht. Na, bin dir. Komm mal an hier. Raus hier, komm so. Okay, go. Dem geht's auch gut? Ja. Nur die eine ist leicht verletzt. Ich fahre mal hier unten in die Richtung und gucke, ob da was ist, wo wir jemanden abliefern also könnten. Links von uns ist ein Hospital direkt. Ja, da will ich hin. Ich gucke, ob wir da anlegen können. Ich bin mir halt nicht sicher, ob wir anlegen können. Ansonsten geht's ihnen gut, die Herren und die Damen. Das freut uns. Ich hoffe, es war nicht zu. Weil die lagen halt im Wasser unter den Pöllern. Die sind bestimmt voll in die Pöller reingefahren. Und dabei über Bord gegangen. Da könntest du ja froh sein, dass ihr Kumpel noch den Notruf gewählt hat, ne? Dass er abgehauen wäre. Es gibt solche, die machen das. Die hauen dann ab, wenn es brenzlig wird. Schau mal mit, ob du irgendwo einen Anlegesteg siehst, bitte. Seichte Stelle, aber kein Stuhl. Es wackelt halt so, ich kann nicht in Ruhe gucken. Das triggert mich halt. Das Hospital ist halt oben drauf, ne? Wir müssen halt irgendwie einen Spot finden, wo wir anlegen können. Hier in der Bucht vielleicht? Nee, das Key steht, da geht's noch nicht hoch, da ist nicht. Hunter. Ich glaube, an diese Insel werden wir nicht hochkommen. Weißt du nicht? Es ist ein Hospital. Ja, wir kommen nicht hoch. Wir können ja, nicht anlegen. Aber wir haben nicht so viele Medikits, um die zu versorgen. Die verliert halt unbedingt. Also die muss hier hin eigentlich. Wir können versuchen, hier über den Stein hoch zu kraxeln, hier links. Wollen wir es versuchen? Du schnappst die dir mal so, und guckst, ja, ob die da. Warte mal. Ich fahr mal hier rum noch. Hier an den Stein, vielleicht können wir hier hoch. Oder? Ich weiß es nicht, wir können es probieren. Ich weiß nicht, wir müssen mal testen, ob wir das hinkriegen. Da kommen sie auch mit, Lady. Oh Gott, ist das steil. Ja, es wäre eher hier links, würde ich eher sagen. Guck mal, ob man da hochkommt. Kommen wir da hoch? Geht das? Ja, ich glaube. Wenn das geht, wenn du mir Go gibst, dann hol ich die anderen zwei. Okay, ich bin beim Leuchtturm zumindest schon mal. Dann bringe ich die anderen zwei mit. Boah, ich sehe halt nichts, ey. Okay, hier ist ein Weg, go. Ja, ein Weg, die direkt zum Hospital. Ich bringe sie mal schnell hin, bevor sie abnippelt. Ja, bring sie da hin. Ich gucke, dass ich die anderen zwei mitbringe. Oh, Alter! Machen Sie die Tür auf, Notfall! Machen Sie die Tür auf, hier! Nein, gerettet? Wow, wie es Abzug gibt, weil sie nicht full life ist. Ja, hallo? Das hat nur ein Bett, aber die anderen brauchen ja auch keins. Nö. Folgt er mir? Ja, der folgt mir. Ich komm zurück. Gut. Hi. Wo ist denn das Hospital? Jetzt hier
Da, ah, ist da unten, und davor, die Hütte ist da unten? Ja. Okay. So, wie es aussieht. Nein, ja. Okay, wir haben es geschafft. Nice. Oh, nein, hören Sie auf, mir zu folgen, ja. Autogramme verteilen wir keine. Ciao. Zum Boot. Ah, zum Boot. Das treibt uns weg. Oh, das war gut. Das war gut. Haben wir gut gelöst. Ja. Puh. Sehr, sehr gut. Money, money, sage ich ja nur. Money, money. Wow. Hier links. Wirklich? Hast du Harakiri gemacht? Da war plötzlich der Berg zu sehen. Was ist passiert worden? Okay, speichern wir mal, wa? Das sieht doch gut aus. Ja. So, wie kommen wir jetzt nach Hause? 40.000 war schon, ey. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal hier diese Brücke entlang nach rechts und dann versuchen wir an der Küste nach rechts zu fahren, oder? Ich denke, das ist ein Plan. Ja, ne? Dann mache ich meinen Wegpunkt hier drüben. Das ist in die Richtung. Oh Gott, ey. Alter, hier ist aber was los heute, du. Heute haben wir was zu tun. Mensch, ein Scanner. Das glaubt uns wieder keiner. So, let's go. Batterie sieht gut aus. Let's go. Dann brauchst du 0,5 bis 0,10, um den Motor zu starten. Das eine ist wahrscheinlich eine Straße und das andere ist wahrscheinlich eine Eisenbahnbrücke. Aber hier ist das Wasser wieder sehr ruhig gerade. Ja, der Wind, wir sind auch wieder im ruhigen Wasser. Weil unsere Base ist jetzt gerade ein bisschen Party. Wenn ich das so sehe. Ja, geht aber eigentlich halt so, ne? Ja, also 39.000, ne? Es läuft schon, möchte ich mal anmerken. Ich wollte mich stehen an der Brücke entlang, würde ich sagen. Könnte man sich schon so ein richtig fettes Boot leisten, ne? Ja. Ah, schon, ja. Ich werde da mich auch ansetzen dann später mal. Wenn Erik heute bis halb fünf grinden will, ja, dann kann ich dann ein Boot bauen dann. Wir haben ja auch jetzt bessere Elektronik, ne? Ja, deswegen. Vielleicht können wir noch etwas aufrufen. Ich guck mal gerade die Teile durch, ob ich hier vielleicht... Du kannst mal gucken, was noch brauchbar wäre. Ich muss mich halt mit den Teilen noch viel auseinandersetzen, mein Bootbau, aber es macht halt echt Bock, muss ich sagen. Ich will unbedingt ein Heli für uns auch machen, das finde ich so toll. Ein Heli wäre echt geil. Das, was jetzt vor uns kommt, diese Insel, das ist die zu verkaufen wäre. Das ist diese Insel, die zu kaufen wäre. Und auf der rechten Seite wäre sogar das Anlegedock dafür. Ich wünschte, es wäre Tag. Das wäre halt echt toll. Ja, das eine ist eine Straße, das andere ist ein Schienen. Ich sehe Teilen aber tatsächlich auch nicht. Also, ich sehe einen Seilanker, aber hast du den? Guck mal ganz kurz hier. Doch, Seilanker, das ist er doch, oder? Hier rechts, guck mal. Hier sind ja so Flecken im Wasser. Siehst du das? Das sind Ölflecken, kann das sein? Was? Sind das Ölflecken? Ach, aber Scheiße. Es ist halt so dunkel, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, das ist schon hinter uns jetzt. Da waren schwarze Flecken im Wasser. Jetzt würde ich sagen, das sind Ölflecken gewesen, so nah. Warte, was haben wir hier hinten an dem Boot? Heißt das Seilanker? Weil es was, gibt wo haben wir was am Boot? Also es gibt den Block Seilanker. Nee, sowas habe ich gar nicht dran, das weiß ich. Guck mal, also, die Insel, Gott, die Base dann auf der haben Insel. Haben wir das aber so, du kannst das dann umändern. Wir haben Seilanker. Ja, definitiv. Dann werde ich unser nächstes Boot besser designen. Guck mal, hier links, das ist die Base. Die finde ich auch sehr geil, muss ich sagen. Hätte die noch so eine Art Watchtower, würde ich es noch geiler finden. Aber die gefällt mir. Die gefällt mir. Die ist halt mitten im Wasser. Ist halt der ist aber halt wieder so eine Insel. Das wäre vielleicht für so Helikopter-Einsätze oder so. Oder? Aber die hat eine Bahnverbindung, die hat Straßenverbindung. Ja, aber ja. Da kommst du halt nicht mit aufs Festland, sag ich mal. Man muss eine Weile fahren, ne? Vor uns geht das jetzt auch. Ich wüsste doch nicht mal, wenn wir jetzt immer weiterfahren würden, wo die Straße überhaupt hingeht. Die geht ja immer weiter Richtung Süden. Die geht auf einer Insel, ich glaube, die geht dann weiter unten noch in einer großen Kurve aufs Festland halt. Das hängt, glaube ich, alles zusammen mit dieser Straßen- und Brückenschiene. Obwohl das jetzt hier links ist nur noch Bahn, oder? Das ist gar keine Straßenbrücke mehr hier links. Das ist nur noch die Bahnschiene, oder? Guck mal, vor uns kommt schon wieder so ein dunkler Fleck. Pass mal auf, wenn du ins Third Person gehst und ganz weit rausscrollst, siehst du den schon. Ich sehe nur schwarzes Wasser überall, dunkles. Ich weiß nicht, was echt? Du meinst. Hier, warte, das ist da rechts neben uns. Warte, da rechts neben uns.
Also das Wasser sieht für mich alles gleich aus. Hier, rechts neben uns, jetzt. Jetzt. Ich sag jetzt. Nee, das sind doch Ölflecken, oder? Mir sieht das alles genau gleich blau aus. Nein, 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 da war was anderes. Oder ich habe einen Grafikfehler, eins von beiden. Ja, das geht noch weiter, viel weiter nach Süden. Ich würde jetzt mal auf die linke Seite wollen, durch die Pöller durch. Das Wasser ist Gott sei Dank hier so schön ruhig gerade, alles ist sehr angenehm. Hier ist richtig dunkelblau, hier ist komplett still und ruhiges Wasser. Das ist schon cool. Alter, wie die Propeller. Voll am Arbeiten. Nice. Ich fahre jetzt mal straight aufs Festland zu und dann würde ich am Festland entlang fahren nach oben. So wieder so ein Heimatgewässer kommen erstmal. Boah, ich sehe auf der Dean Hall Mining Company, sehe ich jetzt auch auf dem Festland. Ja, die habe ich vorhin auch gesehen. Ach krass. Ich habe jetzt hier schon lange kein Boot oder so mehr gesehen. Auch kein Flugzeug oder Heli. Gut, ich gucke nicht wirklich an den Himmel. Ich mache wieder einen Schuss. Besser ist. Würdest du noch labern wollen irgendwie? Nebenbei? Ja, können wir. Also ich weiß nicht, ob ich noch lange wach bleibe. Ich wollte. Achso, ja, genau. Dann würde ich Stream erstmal ausmachen. Wir haben ein bisschen erkundet hier noch. Das wollte ich gerade noch gegen Ende zeigen. Da sich hier unten auch dem Ende wäre. Wir haben ordentlich Land aufgedeckt und einen richtig krassen Flughafen. Für 80.000. Und hier ist, glaube ich, auch noch einer. Und hier irgendwo südlich von dieser Company ist der riesige Vulkan. Also wir sind quasi hier runter, hier so durch die beiden Brücken da. Und gleich sind wir hier zu Hause. Und links kommt schon wieder so starke Winde, ne? Wird schon wieder stärker. Was? Auf der linken Seite. Links drüben. Fängt schon wieder an, dass sich die Windkarte zu verändern. Ja, da ist irgendwie also die Ölplattform steht in einem riskanten Gebiet. Irgendwie, ne? Wenn das irgendwann mit so extremem Wetter, also mit extremem Regen zusammenfällt, ne, dann ist da richtig Party. Wind und starker Regen. Ja, gut, das war auf jeden Fall, ja, wir legen jetzt quasi an und, ja, das war's auch von dieser Aufnahmerunde bei mir. Ich muss jetzt aufstehen, weil Mika zerlegt gerade irgendwas im Flur. Das ist nicht gut.